Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play die Sims 4 allein unter Kindern. Oder sollte ich Souls Souls sagen? Das ist eigentlich ganz egal. Ich denke mal, ihr versteht das auch so. Selbst wenn ich mich nicht immer total an das Simlische halte. So, erstmal den guten Caleb ein bisschen anfüttern. Der sieht schon wieder ziemlich fertig aus. Ach je. Armer Kerl hat so viel Hunger und Durst und kommt einfach nicht voran. Unbestimmte Frucht, was könnte das sein? Unbestimmter Pilz, wissen wir auch nicht, was es ist. Und hier ist auch nochmal Blumen, von denen er keine Ahnung hat, was es sein soll. Tja, Kerl, so ist das Leben, man weiß es halt nicht immer. Was ist denn das hier? Noch mehr Hausaufgaben. Also irgendwann muss ich ihn nochmal vollkriegen hier. Ist echt schlimm. So, hier, bitteschön. Zack, nochmal eine Frucht. Jawohl. Ich glaube mal... Ah, jetzt ist auch gleich das Bad frei. Kann ja bald baden gehen. Und du, mein Freund. Du kannst ja noch eine Runde zocken oder so. Nein, das ist jetzt nicht die beste Idee. Spiel spielen. Wie wäre es mit Blickblock? Ne? Komm, zock mal eine Runde. Wir haben einen Computer, du kannst noch eine Runde spielen. So, wie sieht es denn bei Erbei momentan mit den Skills aus? Sind wir jetzt langsam mal mit dem Mixen fertig? Immer noch nicht. Alter Schwede. Ja gut, er ist müde. Wie wär's mit richtig schlafen, Kumpel? Hm? Jawohl, das ist doch schon mal besser so. Ja, er kann jetzt hier so ein bisschen vor sich hinzocken. Aber nicht zu lange, denn wir müssen ja natürlich noch schlafen. Aber momentan ist ja auch sein Spaßlevel so im Keller. So. Genug. Ab mit dir ins Bett, Kumpel. Morgen hast du Schule, da musst du fit sein. Huch. Ihr seht es vielleicht schon. Ich habe hier gleich auch erstmal mit dem verdienten Geld ein kleines extra Bad eingerichtet. Bei 5 Personen im Haushalt ist das natürlich nicht verkehrt, wenn man ein Bad hat. Also noch ein zweites mit einer Dusche, dann geht das alles ein bisschen schneller. Und Calebs leicht schmuckloser Sarg in einem sehr schmucklosen Zimmer. Ja gut, das ist jetzt halt ein bisschen depressiver Vampirstil, aber das kriegt er schon hin. Huch, oh, Besuch. Hallo. Freundlich vorstellen. Upsa. Haben wir für Caleb vielleicht endlich mal ein Date? Na komm, Caleb. Unterhalte dich mit ihr. Du findest sie bestimmt nett. Dag, dag. Sie ist rothaarig und du stehst doch auf rothaarig. Lass uns doch mal über Vampirthemen reden. Du bist doch auch eine Vampirin. Huch. Brongi? Dizzy Bodne. Ponka, Yips, Yips. Über alte Vampire tratschen. Oh, das ist gut. Snape Rao. You're big. Insto. Narba. Sie macht ja auch geile, sehr, sehr geile Dinge. Sehr, sehr geil. Waga Frooge. Aha. Warba Quest. Also die Mimik ist schon ziemlich klasse bei den Sims. Das ist was, was ich bei dem Spiel immer wieder sehr, sehr bewundere. Was für geniale Gesichter die hier so machen. Kennenlernen. Komm, lass uns mal kennenlernen. Du bist toll. Hm. Oh, das ist doch wirklich mal ein echt schickes Mädel hier. Komm, lass uns mal eine Runde reden. Wir könnten Vampirwissen austauschen, wie wär's? Echt jetzt? Wow. Vampirismus kann man heilen, hätte es nicht gedacht. So.
Oh, wir könnten ja mal eine Runde kämpfen. Wie wär's? Okay, jetzt wird erstmal vorm Haus gekämpft. Ordentlich ein bisschen gecatcht. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie... Voila! Hier wird mal ordentlich gekämpft hier. Aha. Der gute Caleb ist schon eine harte Sau. Und schon sehen sie wieder normal aus. Okay, sehr geil. Ich frag dich mal nach deinem Tag, Mädchen. Ich finde dich nämlich toll. Oh, ich kann sie trainieren. Das ist natürlich auch eine Idee. Na, wie findest du das? Bisschen Training? Ja. Na, das läuft doch. Oh, Groba say Frida. Lumta Worsto. Chuma? Ushid. Worsna. Charky Hamblin Grief. Bruna. So, worauf stehst du denn, Mädchen? Was magst du? Ephedroy. Wokes a Thorf? Snoop. Mimlet? Kiarva Zarde. Mach ich hier erstmal ein Kompliment. Trozies, Nuloy. Bolido, hoho. Yibs. Gamarish Brihe. Akruts. Shabini. Woonfix Shima. Panish Galumba. Nardubor. Arvini. Bushar. Also bisher läuft das ja schon ziemlich erfreulich. Finde ich ja richtig gut. Sensen Gorge. Oh, ich glaube, sie ist noch nicht so wirklich gut. Oh, ein bisschen peinlich das Ganze. Na, was kannst du? Oh. Aber sie nimmt ihm das nicht übel, dass er so viel besser ist als sie. Glora. Alter, was macht ihr jetzt hier? So vampirischen Schwanzvergleich, von wegen ich kann das und das besser? Ist okay. Ach Gott, ach Gott. Ist ja schon so ein bisschen anstrengend hier, Mensch. Ach, lass uns mal ein Selfie machen, ne? Wir sind moderne Vampire, wir machen Fotos voneinander. Ich frage mich, ob die dann tatsächlich auf den Bildern auch erscheinen. Back annoy. Befimta? Was? Schul. Pleasey. Sparf Ursh. Orgi Teka Buains. Forbees. Fwibs Puiva. Janar Fanai. Flib. Oh, ich glaube, das findet sie jetzt nicht so geil. Josa. Shruf Clave. Larkum? Okay, sie ist müde. Er hat sie müde gequatscht. Ja, Junge, ne, das läuft jetzt aber nicht so gut. Ach je, armer Caleb.
Ich sehe hier gerade wieder irgendwas blitzen. Ah, der Vampir, der Reparier-Vampir muss jetzt mal wieder ran. Er ist inzwischen richtig gut. Also ich muss ja schon sagen, er kriegt das alles perfekt hin. So, die Kids sollten jetzt langsam auch schulbereit sein. Dann kenne ich mal jemanden, der mal ganz dringend hier aufs Klo geht. Ja, geschlafen hast du genug. Wie sieht's bei dir aus? Klo ist jetzt vielleicht noch nicht so das Thema, aber mal eben baden. Und Spaß sollte man dann vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen trainieren. Weil das sieht jetzt nicht so erfreut aus. Oh, verdammt. Hat sich schmutzig geschlafen, der Olle. So, du wirst jetzt erstmal frühstücken gehen. Nee, erstmal das hier wegräumen. Gittigit. Wegliegen. Hast dann deine eigenen Dinge hier irgendwie. Upsa. Wegliegen. So, Caleb, du hast jetzt hier wieder so ein Häufchen Zeug präsentiert. Teile plündern. Mal gucken. Orb. Mogna! So, und das kommt weg. Na, komm, räum auf. Ah, das macht er schon von selber. Finde ich gut. Ja, du kannst ja nach oben gehen aufs Klo. Wir haben ja zwei. Sehr praktisch, wenn die Familie mal wieder einen Stau produziert. So, du könntest das frühstücken. Was haben wir denn noch Schönes? Bewältigung der Aggressionen. Manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Was soll ich denn mit anderen Dingen fertig werden, wenn ich nicht mal mich selbst unter Kontrolle habe? Mach Sport. Aha. Da hat er recht. Trainier es dir einfach weg, Junge. Und du könntest auch was frühstücken. Na, das hier ist auch gut. Oh, was ist denn mit dir los, Caleb? Du bist gerade nicht gut drauf, ne? Darauf eine Plasmafrucht. Aber ihr könnt ja neben dem Frühstück her den Kinderkanal gucken. Ah, je. Tosun ist jetzt mal wieder in der Phase. Oh Gott, also diese ganze Pubertätssache ist ja schon so ein bisschen nervig. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der perfekte Einfluss ist. Nee, das kann sie noch nicht. Okay. So, jetzt rede erstmal hier über deine Eltern, dass die momentan echt kacke sind. Morbi Vumu. Zerba. Okay, sie muss jetzt auch zur Schule, aber erstmal hier fertig futtern. Oioi. Was ein Stress. So, aber ich kenne hier jemanden, der mal ganz dringend ein bisschen Musik spielen muss. Ja. Oh, leck. Ja, weil du riechst ja wie... Oh, nicht schön. Hm? So, sie muss das erstmal ins Inventar nehmen, sonst kann sie damit nicht spielen irgendwie. Mal wieder das Übliche. So, üb mal du ein bisschen. Hä? Aber was machst du denn? Okay, jetzt zuerst aufs Klo. G
geh doch mal erst aufs Klo und ne, still mal hier dieses Bedürfnis und dann kannst du baden. Oh, leck. Okay, das ist dieses Geräusch, bei dem man sich sagt, ich hasse es, dass ich neben Leuten wohne, die Streichinstrumente spielen. Es geht ja gar nicht, meine Güte. Und ihm ist langweilig? Oh. Okay, ich glaube, Caleb geht jetzt erstmal in den Garten und kümmert sich hier um seine Pflänzchen. Weil hier muss man zum einen ernten, zum anderen jäten und dann sollte man noch etwas bewässern. Wir haben ja hier noch genug zu tun. Außerdem brauchen wir Geld. Erstmal so die ganze Ernte einpacken. Kann ich gleich mal wieder Zeug verkaufen, das finde ich echt gut. Huch, ist daraus... Okay. Hat er das nicht gepflanzt? Das habe ich ihm doch gesagt vorhin. Also nicht vorhin, sondern ne, in der letzten Folge. Was soll das denn? Kumpel? Also dann machen wir hier hin. Ne? So ein bisschen. So, hat sie denn jetzt schon genug gefiedelt für ihre Arbeit? Ja, hat sie. Das ist gut. Hast genug gefiedelt. Dankeschön. So, jetzt muss ich noch dieses Buch finden. Ah, sie konnte nicht keimen. Okay, ich brauche offensichtlich so ein Extra-Teil für das Ding. Mini. Komm, Kumpel, du kannst dich doch noch ein bisschen mit deinem Freund hier unterhalten. So, sehr viele Erdbeeren. Yep. Läuft. Was ist das hier? Salbei. Oh, der Salbei wird langsam echt besser. Und er bringt mehr Geld. Gänseblümchen. Pilze. Ach, zum Kochen inspiriert. Meine Güte. So, legt das hier mal weg. Ich packe es jetzt einfach mal hier hin. Mal gucken, was passiert. Da ist bestimmt mehr Platz. Ja, das kriegt er hin. Darf man hier ordentlich diese komische Sixam-Falle da irgendwie wegtun. So. Huch. So, bewässern. Ob ich die Sachen hier pflanzen kann? Versuchen zu bestimmen. Oh, das klingt gut. Mal gucken. Hm. Hey, Yuna. Oh, Kräuterkunde fertig. Oh, das ist ja cool. Ah, ich muss die Kräuterkundefähigkeit steigern, damit er eine Ahnung hat, wofür das gut ist. Was könnten wir denn zusammen machen? Mit Sieg im Currywettessen prahlen. Ja, die können ja beide sich gegenseitig hier voll anprahlen. Ah, ich glaube, du gehst mal joggen. Du bist ja jemand, der das eh gerne macht. Und sie lernt hier noch Klavier. Aus dem Buch. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen blöd, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier ein Klavier hinstellen sollte. So, Caleb, du kannst mal hier aufräumen. Es stinkt hier ganz schön fies. Mhm. Den ganzen Scheiß wegtun hier. Also wir brauchen keinen Butler, wir haben einen Vampir. Oh ja, hier, guck mal. Putzen mit Elan. Na, da freut er sich ja, wenn er das machen kann. Und sie hat irgendwie keinen Bock auf dieses Klavierbuch, wie es mir scheint. Es ist nicht so ihr Ding.
So, mal gucken. Ich muss nur noch einen Tag durchhalten. Juhu. Okay, mal gucken. Ob ich hier irgendwie noch mal ein bisschen Plasmafrucht abkriege. War ja hier irgendwo außenrum. Ah, shit, jetzt habe ich schon wieder... Die war doch hier irgendwo. Komm, Plasmafrucht, du warst doch hier irgendwo in der freien Wildbahn. Ich muss dich finden, sonst haben wir ein Problem. Kann ich hier ernten? Nein, ich kann hier nicht ernten. Oh, scheiße. Okay. Jetzt wird's schwierig für den armen Kerl. Oder gibt's hier vielleicht noch irgendwo einen Plasmafruchtbaum? Sieht nicht so aus. Nee. Scheiße. Okay, da muss er jetzt durch. Ich hoffe ja mal, dass mein Plasmafruchtbaum hier bald Früchte trägt. Oder ich schicke ihn jetzt einfach mal schlafen, das ist auch eine Idee. Hier, guck mal, ein bisschen schlafen. Dann haben die anderen vielleicht auch mal ein bisschen Privatsphäre, wie wär's? Hä? Süße Nichtigkeiten flüstern, oh, das ist süß. Okay, gucken wir doch mal. Also irgendwie. Hallo. Liebevoll umarmen ist auch eine gute Sache. Na komm. Oh, Frimble. Oh, Mifwa. Wixona Zarspa, Penthip Vabris, Batanavi Scansus, Domi Vaye. Hier komm, ich massiere dich, Mädel. Na? Das findest du bestimmt gut. Ja, Massage ist super. Sickafus, Anji. Oh, Kanaya. Oh, Kimba. Ja gut, das ist ja schon mal was. So, hast du dein Mixenbuch noch irgendwo? Ah, verdammt, wo hat denn das hingelegt? Du musst doch noch ein bisschen was lesen. Mensch, Kumpel. Da. Ah, wir kommen ja hier nie weiter. Und Katrina, ich glaube, du hast auch noch ein bisschen was vor hier. Nein, ich will nicht rüberkommen. Ich will jetzt erstmal ein bisschen was lernen. Wenn wir kein... Bock drauf haben. Tut mal was Nützliches, ihr beiden. Ach, echt schlimm. Oh, Tosun ist fertig. Eine 2 ist eine gute Note, aber es heißt nicht, dass er nicht noch besser werden kann. Okay, das heißt, die beiden müssen dann noch extra Hausaufgaben irgendwie machen, wie es aussieht. Ah, jei. So, Junge, du bist scheiße drauf. Geh mal joggen. Du könntest auch mal eine Runde joggen gehen. Genau. Na komm, Erbei. Jawoll. Level 2 der Mixenfähigkeit. So gehört sich das. Und jetzt ab zur Arbeit. Jawoll, schaffen. Warum setzt du dich jetzt erst vor den Computer? Oh Mann. Herrlich. Echt herrlich. So, muss Katrina heute eigentlich arbeiten? Nein, sie hat frei. Das ist ja schon mal gut. Oh, nicht wegpennen, Mädchen. Nicht wegpennen. Also zumindest einen Skillpunkt kriegst du doch noch hin hier. So, mehr emotionale Kontrolle. Das ist natürlich schön. Du kannst das hier aufräumen. Und was essen wäre natürlich auch keine schlechte Idee. Kann man das noch essen? 4 Stunden? Ja, das geht noch. Du hast bestimmt auch Hunger, hm?
Komm, iss was. Esst was zusammen und dann passt das schon. Okay, er ist so müde, dass er jetzt erstmal was pennen muss, bevor er was essen kann. Okay. Okay, das darf hier in den Müll. Was ist das hier? Ja, die Kids haben es halt nicht leicht momentan. Und Katrina entdeckt wohl gerade ihre Kindheit neu, wenn sie den ganzen Quark sich hier anguckt. Ach, Kinders. Wir können doch nicht dauernd irgendwie aus dem Haus hier. Erstmal ein bisschen baden und aufs Klo und so. Ich glaube, Kinderfernsehen findet sie scheiße. Gelangweilt. Kinderkram. Manche tragen Hosen, andere wiederum nicht. Was geht da vor? Okay, ich glaube, sie ist definitiv nicht die Altersgruppe, die dann sowas spaßig findet. So, was hast du? Sozial. Okay, wie wäre es mit etwas Spaß? Du könntest ja erstmal so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwas zocken, damit es dir besser geht. Huch, oh, das Essen ist nicht mehr gut. Irgendwas ist jetzt kaputt gegangen. Aber sie spielt Sims Forever. Das hat auch so ein bisschen den dieses Interface von Sims 1, finde ich. Sehr cool. Und prompt wird da im Spiel irgendwas abgefackelt. Auch geil. Da hat man Spaß. Und der Herz-Whirlpool ist natürlich auch immer wieder da. Klasse. Oh, hallo Caleb. Wie geht's dir? Oh, wir sind sehr durstig. Das ist natürlich nicht so gut. Und ich habe hier nichts für dich zu futtern. Aber ist hier Plasma? Nein! Oh, scheiße. Ja, dann repariere erstmal den Rechner hier. Dann machst du halt irgendwas anderes. Wie wär's mit Tanzen? Oh, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin jetzt alt genug, um hinauszugehen, wo ich will und zu tun, was ich will. Könntest du mich jetzt bitte wie einen Erwachsenen behandeln? Erst wenn du ein Stück gewachsen bist und du wirst immer mein kleines Baby sein. Ah, das sind jetzt wieder so diese Antworten, die irgendwie alles nicht wirklich ergeben. Danke für den Rat. Okay. Wie wäre es? Ein bisschen tanzen, hä? Huh? So, Caleb, du darfst jetzt hier mal ein bisschen reparieren. Ich hoffe mal, er wird jetzt nicht gleich gegrillt. Na komm, tanz doch einfach mit. Dann geht's dir auch gleich wieder besser. So, was ist mit dir? Oh, der hat gar keinen Spaß gerade. Na, dann tanz doch mit. Na komm, tanzen, Junge. Tanzen ist immer gut. Hm? Genau. Genau. Machen wir wieder mal ein Dance im Wohnzimmer der Familie Chan. Passt. Dann sind auch die Teenager nicht mehr ganz so unglücklich wie vorher. Und sie generieren ein bisschen Freundlichkeit miteinander. Also das ist jetzt auch nicht verkehrt. Aber ich glaube irgendwie, die gute Katrina kommt noch nicht so ganz aus sich raus. Du könntest eigentlich mal joggen gehen, Mädel. Und unser super Vampir hat das hier auch wieder hingekriegt. Alter, der ist richtig gut, der Kumpel. So, mal den Müll hier wegtun.
Vielleicht kann ich den inzwischen auch mal upgraden, den Computer. Geht das? Mehr Auswahl? Kontakte knüpfen? Nee, offensichtlich noch nicht. Okay. Mal schauen, wie es jetzt hier mit dem Baum aussieht. Generiert der schon mal ein bisschen was? Nein! Alter, so ein Shit. Er hat es nicht leicht momentan, der Gute. Das kann man auch verbessern. Hier hinten ist, glaube ich, auch noch was. Ja. Naja, je qualitativer die Pflanze ist, desto besser. Oh, er hat Level 4 beim Gartenbau. Das finde ich ja schon mal sehr gut. Aber ich gucke nochmal bei dem Baum vorbei. Der war ja hier irgendwo. Gibt es jetzt endlich... Ja, ja, Plasmaflüchte. Juhu. Geh ernten, Kumpel, geh ernten. Du brauchst Essen. Bevor jetzt hier irgendwelche Sims anfällt. Das wäre ein bisschen scheiße. Das wollen wir ja nicht. Ihm soll es ja eigentlich gut gehen. Vor allem möchte ich, dass er es endlich schafft, diese 5 Tage ohne Trinken durchzustehen. Das dauert nämlich jetzt nicht mehr lange. So, hier hast du 10 Früchte. Das ist ja sehr gut. Tun wir schon mal eine futtern. Schlürf. Na, geht's uns schon besser? Ja, sehr gut. Dann können wir nochmal eine Frucht reinhauen. Ich glaube, ich pflanze einfach nochmal einen Baum. Weil dann hat er ausreichend Plasmafrüchte. Ich habe die ja vorher immer irgendwie in Kästen reingepackt, aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich nicht nötig. Hauen halt hier einfach nochmal ein Bäumchen. So. Pflanzen. Komm, Caleb. Sei mal ein netter Vampir und wurschtel hier nochmal eine Runde. So, erstmal bewässern. Sehr schön. Das wird's. Okay, ihr Lieben. Und die beiden sind hier noch voll am Updancen. Ist auch sehr cool. Ach, ich glaube, er darf gleich mal mitmachen. Finde ich schön, dass die beiden so viel Lebensfreude haben. Hauptsache immer ein bisschen getanzt. Okay, Konfliktlösung geht runter, aber der Spaß geht hoch. Naja, was soll's. Ihr Lieben, ich hoffe doch mal, ihr hattet heute Spaß bei unserer kleinen Folge aus dem Leben der Familie Chan. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, habt eine schöne Zeit und tschö!